Schulle presents Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Was bringt uns das? Ah ja. Legendäres Schiff, Geldgewinn hoch. Geldgewinn gering. Gut. Schnelle Reise freigeschaltet. Im Schlechten brauche ich eigentlich nicht. Cool, jetzt haben wir vor. Was auch immer es uns bringen wird, das wage ich noch nicht zu vermuten, aber naja. Zurück. So. Und hier ist dann auch noch. Da. Also eine Klettereinlage. Was auch immer die Dinge uns überhaupt bringen, dann später mal. Da ist die Truhe. Und hier ist dann auch noch irgendwo eine Truhe. Ist die? Nee. Ach, dann ist ja die da oben schon drin. Ach ja. Hier schon eine Truhe, ja. Gut. Nehmen wir die Truhe auch. Runter. Also wir könnten da wahrscheinlich schon runter, aber das wäre der Gesundheit abträglich. So, gucken wir mal. Legendäres Schiff. Das gucken wir uns mal an. Captain ist am Ruder. Die Markierung heißt jetzt hier wohl, dass das jetzt unser Gebiet ist. Also da Hammerhai. Und sehe ich jetzt richtig, dass uns dann alles angezeigt wird in diesem Gebiet? Und hier oben waren wir doch, glaube ich, noch gar nicht, oder? Können wir mal. Mehr Segel! Alle Segel! Und wir gehen auf Reisegeschwindigkeit. Wow! Sollen wir entern, Sir? Wir werden sie ran! Da gehen sie unter! Sie geht gleich unter! Da gehen sie unter! Bin ich ja mal gespannt, was das für ein Schiff ist. Oh,
und vor allem wie stark es ist. Wir nähern uns. Zwei Kriegsschiffe, Captain! HMS Fearless und Royal Sovereign. Sie kämpfen hier gegeneinander. Oh, oh. Ja, das sind Linienschiffe, gegen die haben wir absolut keine Schnitte. Gegen was kämpfen die? So, gegen das legendäre Schiff. Noch besucht? Ja. Sehr gut. Können wir uns das ja mal angucken, ne? Sie fahren direkt auf uns zu! Die sind uns überlegen! Alle Mann auf Posten! Nee, ich möchte nicht mit denen kämpfen. Den Superschuss? Scheiße. Kreuzschnellreise? Möglich? Nicht verfügbar. Ja, ey. Mein Fortschritt, im Kopf gehen nicht in Würfel. Ja, ja, klar. Warum auch nicht? Alter, hab ich mich jetzt abgenutzt hier. Wieso nicht verfügbar? Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Geht das Schiff da unter oder ist das vielleicht? Master Kidd sprach von einer Brise, die mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass ich mich schaue. Ich sollte ihn treffen. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Halt den kräftig dagegen! Nee, nee, hier runter. Öffnen. 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 Und öffnen. Alle Segel setzen uns stark fest!
Jonah, den können wir zum Reparieren benutzen. Jetzt ein paar. So. Gut, dann hat man mal wieder ein Erfolgserlebnis, nachdem wir gerade wegrennen mussten. Was soll mit dem Schiff geschehen? Die Checkdoor variieren. Bitte. Danke. Ja. Alles klar für den Aufprall! Blähsegel heißen, los geht's! Hochläuse, an die Bramsegel! Was ist das? Kanonenblut. Ja, ja, gut. Können uns ja noch nicht. So, mal sehen. Ich bräuchte jetzt noch irgendwie. Da vorne ist noch was. Warte mal. Ein Jonah. Ja, dann nehmen wir den doch mal. So, die Kettenkugel. So. Wie weiter kommen nicht? Ja, da können wir auch schon mal vorgehen. Ah, falsche Taste. Okay. So. Die haben wir auch. Damit können wir uns reparieren. Und schon hätten wir wieder ein ganzes Schiff. Ohne Macken, Schrammen und sonstigen. Allerdings haben wir jetzt auch hier einen recht hohen Fahndungslevel. Mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Segel setzen, Bewegung! In die Wanden, Hauptsegel setzen! Das geht, soll Segel! Ja,
Und Steuerbord! Menschliches Treibgut, treff die Traum- und Tarnsegel! Segel setzen! Dann nehmen wir doch unseren Verfolger mal aufs Korn. Eine Prick, ist ja süß. Captain! Feuer! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! 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 Bereit zu feiern, Sir! Feuer! So? So? Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Gut, damit nehmen wir jetzt mal das Treibgut noch mit. Macht euch bereit! Und dann tätigen wir mal eine Wende. So. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Fernsehen, aufgeilen! Geht hier die Hölle aus! So. So Leute, dann muss ich mal kurz weg. Zeit für die Unterbrechung. Gut, haben wir ja schon mal schön dezimiert. So. Was seid ihr für Leute? Was ist mit dem Schiff geschehen? Holz, Metall, Stoff, genial. Schwere Kugel, Mörsergeschosse, Crewmitglieder, 3. Bekanntheitsgrad verringern. Ich könnte gute Männer brauchen. Gut. Damit sind wir jetzt wieder vernünftig drauf hier. Dann würde ich sagen, wir reisen mal schnell zu unserem Vor. So, und hier machen wir dann einen Cut, denn morgen ist früh Uni. In dem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr es guckt. Und guckt das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed mit Schulle. Bis dahin, tschüss!